Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Videoserie Fotografieren für Anfänger. Und heute gibt es eine der drei Grundsäulen der Fotografie, nämlich die Verschlusszeit. Was ist das genau? Das erkläre ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Mit der Verschlusszeit kannst du zwei Dinge in deinem Foto beeinflussen. Zum einen die Belichtung, also mehr oder weniger die Helligkeit, und zum anderen die Bewegungsunschärfe. Der Verschluss sitzt direkt in der Kamera drin, und zwar vor dem Sensor. Wenn ich jetzt das Objektiv abmachen würde, dann würdest du den sehen. Und wenn ich dann auf den Auslöser drücke, dann kannst du dir das vorstellen wie ein Vorhang, der auf und zu geht. Und mit der Verschlusszeit kann ich jetzt einstellen, wie lange dieser Vorhang aufbleibt, bevor er wieder zugeht. Je länger dieser Verschluss offen ist, desto mehr Licht fällt auf den Kamerasensor, was wiederum bedeutet, das Bild wird heller, es wird länger belichtet. Andersherum, wenn ich den Verschluss verkürze, dann kannst du dir, wie gesagt, vorstellen, kommt weniger Licht auf den Sensor und entsprechend wird das Bild auch dunkler, denn es wird kürzer belichtet. Die Verschlusszeit wird logischerweise in Sekunden angegeben. Und wenn wir sehr kurz belichten, dann sind wir natürlich auch nicht mehr im Sekundenbereich, sondern im Millisekundenbereich. Also zum Beispiel kann man sagen, man belichtet mit einer 200stel Sekunde. Und das ist noch nicht mal wirklich schnell. Moderne Kameras können bis zu einer 4000stel Sekunde, manche sogar bis zu einer 8000stel Sekunde belichten. Also das ist sehr, sehr kurz, wo dieser Vorhang, dieser Verschluss auf und zugeht. Und wie gesagt, je kürzer dieser Verschluss offen ist, desto dunkler wird das Bild. In die andere Richtung haben die meisten Kameras eine Begrenzung von 30 Sekunden. Das ist also das Längste, was die Kameras an sich erstmal belichten können. Es gibt dann noch einen sogenannten Bulb-Modus, den man einstellen kann. Dann kannst du so lange belichten, wie du möchtest. Dann musst du aber entweder den Finger auf dem Auslöser die ganze Zeit lassen oder du arbeitest mit zusätzlichem Equipment. Die Verschlusszeit einstellen kann ich übrigens hier am hinteren Einstellrad. Wenn ich hier dran drehe, dann siehst du, wie auf dem Display dann auch entsprechend sich die Verschlusszeit ändert. Hier steht jetzt zum Beispiel ein Fünftel, ein Achtel, ein Zehntel und so weiter. Und damit kann ich entweder, wenn ich nach links drehe, die Verschlusszeit verlängern oder wenn ich nach rechts drehe, die Verschlusszeit verkürzen. Ich würde sagen, wir fotografieren einfach mal eine kurze Teststrecke durch, wo ich dir mal zeige, wie das Ganze aussieht, wenn wir mit kurzen Verschlusszeiten fotografieren und wie dunkel die Bilder dann im Endeffekt werden und gleichzeitig aber auch, wenn wir mit längeren Verschlusszeiten fotografieren, wie man das Bild damit dann im Endeffekt auffällt. So, wir sind jetzt hier gerade an der Friedrichstraße, direkt am Bahnhof, und du siehst jetzt auch gerade, wie hier eine Straßenbahn langfährt. Der Ton ist jetzt wahrscheinlich gerade nicht ganz so gut, aber ich hoffe, du verstehst mich trotzdem. Ich möchte dir jetzt als erstes mal zeigen, wie die Verschlusszeit wirkt und wir damit das Bild heller oder dunkler machen können. Wir werden jetzt hier einfach mal anfangen. Du siehst jetzt hier unten die Verschlusszeit. Also wir sind jetzt hier gerade bei einer 40stel Sekunde Verschlusszeit. Die steht hier ganz, ganz links. Ja, wir sind einer Blende von 7.1 und ISO 64. Und wenn ich jetzt mal einfach ein Foto mache, dann wirst du sehen, das ist ungefähr ein Bild, was ungefähr richtig belichtet ist. Du siehst jetzt hier auch auf der rechten Seite diese Anzeige mit Plus, Null und Minus, dass da der Strich genau in der Mitte ist. Das heißt, die Kamera sagt mir, es ist genau richtig belichtet. Wenn ich jetzt hier einfach mal ein Foto mache, dann haben wir jetzt hier ein Foto gemacht mit einer 40stel Sekunde Verschlusszeit. Und jetzt werde ich einfach mal als nächstes die Verschlusszeit verlängern. Ich werde jetzt hier einfach mal das Ganze weiter nach links drehen, und zwar drei Schritte. Und dann bin ich bei einer 20stel Sekunde. Und du siehst jetzt, wie das ganze Bild heller geworden ist. Ich mache jetzt wieder ein Foto. Und du siehst automatisch, okay, das Bild ist heller geworden. Der Himmel hat keine Zeichnung mehr. Das ganze Bild ist jetzt einfach schon eine Blende überbelichtet. Andersherum, wenn ich die Verschlusszeit jetzt mal, ich drehe jetzt hier wieder drei Schritte nach rechts und jetzt drehe ich mal noch drei Schritte weiter nach rechts, dann bin ich bei einer 80stel Sekunde. Jetzt mache ich wieder ein Foto und jetzt siehst du, dass das ganze Bild jetzt eine Blendenstufe zu dunkel ist. Es ist insgesamt unterbelichtet, also zu dunkel geworden. Sieht man jetzt hier auch wieder sehr schön an der Anzeige. Wir sind jetzt hier im Minusbereich und zwar genau bei dem ersten größeren Strich. Das heißt, eine Blendenstufe zu dunkel. Das kann ich jetzt noch weitermachen. Ich könnte jetzt auf eine 160stel Sekunde zum Beispiel gehen. Dann bin ich bei minus 2 von der Belichtung her. Also dann ist es zwei Blendenstufen zu dunkel. Der Himmel ist jetzt sehr schön belichtet, aber der ganze Vordergrund ist natürlich viel zu dunkel.
Und andersherum kann ich genauso gut auch wieder in die andere Richtung gehen und auf eine Zehntelsekunde zum Beispiel gehen. Dann ist das ganze Bild 2 Blendenstufen zu hell. So, und jetzt fährt hier gerade wieder die Straßenbahn durch. Und du siehst also, je nachdem, wie ich die Verschlusszeit einstelle, wird das Bild dadurch heller oder dunkler. Und ich denke mal, jetzt hast du ganz gut gesehen, diesen Unterschied in der Verschlusszeit. Je länger ich belichte, desto heller wird das Bild. Je kürzer ich belichte, desto dunkler wird das Bild. Und damit kannst du die Belichtung bzw. die Helligkeit in deinem Foto sehr gut beeinflussen. Wie dir vielleicht eben beim Fotografieren schon aufgefallen ist, gibt es auch bei der Verschlusszeit sogenannte Drittelschritte. Ähnlich auch wie bei der Blende. Und wenn ich die Verschlusszeit zum Beispiel halbieren möchte, dann drehe ich an dem Einstellrad hier 3-mal nach rechts und mache das Bild damit quasi um einen Blendenschritt dunkler. Dazwischen haben wir, wie gesagt, noch die Drittelschritte. Ein einfaches Beispiel. Ich bin jetzt bei einer Verschlusszeit von einer Zehntelsekunde. Wenn ich jetzt 3-mal dran drehe, dann bin ich bei einer 1/20 Sekunde. Damit habe ich das Bild um einen kompletten Blendenschritt abgedunkelt. Genauso kann ich in die andere Richtung gehen. Von einer Zehntelsekunde kann ich das Ganze von der Verschlusszeit her verdoppeln, indem ich 3-mal nach links drehe und dann bin ich bei einer 1/5 Sekunde. Damit habe ich das Bild um einen Blendenschritt weiter aufgehellt. Jetzt haben wir eben gesehen, dass die Verschlusszeit die Belichtung bzw. die Helligkeit des Bildes beeinflusst. Aber wie auch bei der Blende gibt es bei der Verschlusszeit eine weitere Komponente, die beeinflusst wird. Wenn ich nämlich sehr, sehr kurz belichte und ich gehe jetzt einfach mal von einer 1/500 Sekunde aus, dann wird dieses Bild, dieses Foto, was du da machst, innerhalb von einer 1/500 Sekunde aufgenommen. Klingt ziemlich schnell, oder? Und alles, was in dieser 1/500 Sekunde passiert, wird quasi auf dieses Foto gebrannt. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, eine 1/500 Sekunde ist super, super schnell und da kann eigentlich nicht viel passieren. Selbst wenn sich ein Motiv sehr schnell bewegt, dann kann es eigentlich trotzdem nur scharf abgebildet werden. Andersherum, wenn ich mit einer Sekunde fotografiere, dann wird dieses Foto über die gesamte Sekunde aufgenommen. Und alles, was in dieser einen Sekunde passiert, wirst du auf dem Foto auch sehen. Das bedeutet, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Mensch langläuft, dann wird er für eine Sekunde aufgenommen. Und in dieser einen Sekunde bewegt er sich ja vielleicht sogar einen ganzen Meter, 2 Meter weiter. Und das wirst du auf dem Foto auch sehen. Und dementsprechend wird bei einer Sekunde Verschlusszeit dieser Mensch unscharf werden. Wir erzeugen also Bewegungsunschärfe mit einer längeren Verschlusszeit. Und diese Bewegungsunschärfe kann ich nicht nur durch Bewegung von meinem Hauptmotiv erzeugen, sondern ich kann das Ganze auch mit der Kamera selber machen. Das heißt, ich fotografiere jetzt zum Beispiel ein Gebäude, bewegt sich nicht. Aber wenn ich in dieser einen Sekunde die Kamera dabei bewege, wirst du trotzdem Bewegungsunschärfe in deinem Foto haben. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wenn du keine Bewegungsunschärfe in deinem Bild haben möchtest, wenn alles scharf sein soll, du aber mit längeren Verschlusszeiten arbeitest, dass du deine Kamera stabilisierst. Zum Beispiel mit einem Stativ, wo meine Kamera jetzt gerade draufsteht. Also die bewegt sich dann auf keinen Fall. Jetzt kann ich mit einer Sekunde lang hier dieses Gebäude belichten. Ist überhaupt kein Problem, wird genauso scharf sein wie vorher auch, weil sich sowohl das Gebäude nicht bewegt, als auch die Kamera nicht. Wenn jetzt hier aber ein Mensch durchläuft, dann wird das Gebäude scharf bleiben. Ja, das ganze Foto bleibt scharf, außer der Mensch. Da wirst du sehen, dass da dann eine Bewegungsunschärfe im Foto vorhanden ist. Und genau mit diesen Tricks kann man dann so ein bisschen spielen. Da kann man schöne Effekte erzeugen in seinen Fotos. Ich könnte zum Beispiel fließendes Wasser fotografieren. Fließendes Wasser, wenn man es länger belichtet, kriegt so einen Eiseffekt quasi. Oder wenn ich fahrende Autos fotografiere, dann verwischen die ganz, ganz langsam. Du kennst vielleicht so einen Effekt von Motorsport zum Beispiel. Hast du vielleicht schon mal gesehen, so ein Foto, wo auch Fotografen die Kamera mitziehen, sodass quasi die ganze Zeit das Motiv in der Mitte des Fotos bleibt. Dadurch wird der Effekt erzeugt, dass das Rennauto noch scharf ist, aber das komplette Drumherum ist verwischt, weil die Kamera sich mitbewegt. Und zwar genau in der gleichen Geschwindigkeit wie das Auto. Deswegen ist das Auto scharf
und alles drumherum dann unscharf. Wir können auch nachher mal hier auf die Straße gehen und mal so eine Straßenbahn fotografieren. Und du wirst sehen, wenn ich jetzt mit einer langen Verschlusszeit fotografiere, dann wird diese Straßenbahn, wenn sie durch mein Foto einmal durchfährt, verwischt sein. Auch ein sehr schöner Effekt. Können wir gleich mal ausprobieren. Wenn ich mit einer kurzen Verschlusszeit dagegen fotografiere, dann wirst du feststellen, dass diese Straßenbahn, obwohl sie fährt, trotzdem scharf abgebildet wird. Weil dieser ganz kurze Moment, wo dieses Foto belichtet wird, ist einfach so kurz, dass die Bewegung trotzdem eingefroren wird. Ich würde sagen, das Ganze probieren wir jetzt nochmal in der Praxis aus. Deswegen werde ich jetzt nochmal nach vorne gehen, vor den Bahnhof, und da mal probieren, so eine Straßenbahn einzufangen. Einmal scharf und einmal in Bewegung, also unscharf. Wir haben uns jetzt wieder hingestellt hier direkt vor dem Bahnhof an der Friedrichstraße. Es ist unglaublich viel los hier. Man muss echt aufpassen, dass man nicht überfahren wird. Und wir werden jetzt mal das Ganze mit der Bewegungsunschärfe hier zeigen. Wir werden jetzt hier gleich mal anfangen mit einer etwas kürzeren Verschlusszeit. Ja, also ich bin jetzt hier im Moment bei Blende 8. Und die optimalen Einstellungen wären jetzt bei ISO 64, dass ich eine 30. Sekunde belichte. Dann haben wir ein korrekt belichtetes Bild. Ich werde jetzt hier mal den ISO-Wert ein bisschen höher drehen, damit wir kürzer belichten können. Ja, dann kann ich das Ganze nämlich mit der Verschlusszeit wieder ausgleichen und könnte jetzt zum Beispiel hier auf eine 160. Sekunde gehen. Und jetzt warten wir mal gleich auf die erste Straßenbahn. Und wenn die hier durchfährt, dann sollte die, obwohl sie sich bewegt, komplett scharf sein. Ich werde das Ganze mal noch ein bisschen höher drehen hier. ISO 800, dann sind wir bei einer 320. Sekunde und dann kann ich dir eigentlich garantieren, dass das Ganze relativ scharf wird. Wir können ja hier auch mal die fahrenden Autos nehmen. Ich löse jetzt hier einfach mal aus. Eine 320. Sekunde und du siehst, obwohl die Autos hier gefahren sind, werden sie wirklich scharf abgebildet. Ne? Das sieht gut aus. So, das heißt, wenn wir also kurz belichten, dann haben wir auch keine Bewegungsunschärfe im Foto drin. Andersherum werde ich jetzt mal die ISO-Zahl wieder runterdrehen auf eine ISO 64 oder vielleicht gehe ich sogar mal noch tiefer hier auf Low 1.0. Ja, also das ist das Tiefste, womit ich gehen kann mit dem ISO-Wert, damit ich so lange wie möglich belichten kann. Und ich werde mal auch noch mit der Blende ein bisschen hier weiter höher gehen. Das heißt, ich werde die Blende noch weiter schließen auf Blende 22. Das ist das Maximale, wo ich die Blende schließen kann. Und dementsprechend kann ich jetzt länger belichten hier. Ich drehe jetzt mal hoch. Jetzt bin ich bei einer halben Sekunde Verschlusszeit und ich habe ein perfekt belichtetes Bild. Und mit dieser halben Sekunde Verschlusszeit kann ich jetzt eine richtig schöne Bewegungsunschärfe in mein Foto reinbringen. Und jetzt warten wir mal auf eine schöne Straßenbahn und dann werde ich mit einer halben Sekunde das Ganze mal belichten und dann wirst du sehen, wie diese Straßenbahn richtig schön verwischt und wir dadurch einen richtig schönen Effekt erzeugen. Dadurch erzeugen wir Dynamik im Foto und das sieht am Ende richtig klasse aus. So, jetzt kommt sowohl von der Seite als auch von der Seite eine Straßenbahn. Ich glaube, die hält jetzt hier nochmal kurz an, lässt ein paar Leute einsteigen. Ich bin bereit, habe jetzt hier soweit alles eingestellt. Ich gehe mal sogar noch auf eine, ich mache mal sogar die Verschlusszeit noch ein bisschen länger, sodass wir jetzt wieder in der richtigen Belichtung sind. Wir haben hier einen sehr hohen Kontrastumfang. Das heißt, wir haben sowohl tiefe Schwarzwerte als auch sehr helle Highlights. Und jetzt fährt hier die erste Bahn mal durch. Wir warten mal noch kurz, warten noch kurz, warten noch kurz. Jetzt fährt sie hier lang. Und ich drücke ab. Zack. So. Und jetzt, wow, cooler Effekt. Und wir haben sogar noch hier oben die Regionalbahn, die auch noch mit durchfährt. Perfekt. Und jetzt warten wir noch, bis die andere Bahn auch gleich einmal kommt. Aber du siehst schon diesen coolen Effekt, den wir damit erzeugen. Ja? Jetzt gucken wir mal, dass die andere Bahn hier auch gleich noch durchfährt. Dann haben wir noch ein zweites Bild zur Sicherheit. Achtung, es geht los. Die Bahn fährt gleich los. Zack, jetzt kommt sie hier rein. Und belichtet. Zack. Und jetzt haben wir sie hier sehr schön im Vordergrund. Ich muss sagen, das andere Foto gefällt mir fast besser, weil die Bahn jetzt hier so ein bisschen zu sehr im Vordergrund drin ist. Schauen wir uns die beiden Bilder nochmal an. Ja, also das ist das eine Bild. Das war das andere Bild. Das gefällt mir deutlich besser. Ja, also das Bild hier gefällt mir richtig gut. Da haben wir sowohl die Straßenbahn hier im Vordergrund als auch da oben nochmal den Regionalexpress. Und das ist genau der Effekt, von dem ich gesprochen habe. Mit einer halben Sekunde oder sogar ein bisschen mehr kann man super belichten und damit einen richtig schönen Zier-Effekt erzeugen. Ich bin glücklich. Das kann man zum Beispiel mit einer Verschlusszeit, mit einer längeren Verschlusszeit machen. Ziemlich cool, was man mit der Verschlusszeit alles für Effekte erzielen kann, oder? Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, welche Verschlusszeit sollst du denn wann verwenden? Und ich kann dir nur wieder sagen, in der Fotografie gibt es dafür keine allgemeine Antwort. Ich kann dir mal so ein paar Tipps geben, was so Standard in verschiedenen Sparten der Fotografie ist. In der Sportfotografie zum Beispiel, wenn du bei einem Fußballspiel bist. Fußballer wollen eigentlich immer scharf abgebildet werden, die wollen keine Bewegungsunschärfe.
Bedeutet, da musst du mit kurzen Verschlusszeiten arbeiten. Und ich würde mal so behaupten, eine 500stel, vielleicht sogar eine 1000stel, manchmal eine 2000stel Sekunde sollten da ausreichen, damit tatsächlich alles komplett scharf wird. Wenn du Landschaften fotografierst, wenn du auf einem Stativ fotografierst, ist es eigentlich relativ egal. Du kannst in der Landschaft mit sehr langen Verschlusszeiten arbeiten. Du könntest zum Beispiel, wenn sich schnell bewegende Wolken am Himmel sind, damit einen Effekt erzielen, wenn du sehr lange Verschlusszeiten verwendest und diese Wolken zu so Wolkenziehern machen. Ja? Und genauso gut kannst du aber auch mit kurzen Verschlusszeiten arbeiten. Dadurch, dass du die Kamera auf einem Stativ hast, ist es in dem Moment egal. Wenn du jetzt zum Beispiel Hochzeiten fotografierst, auch eher wieder mit kurzen Verschlusszeiten, weil du natürlich auch die Menschen komplett scharf abgebildet haben möchtest. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf dein Umgebungslicht an. Wenn du viel Umgebungslicht hast, dann arbeitest du wahrscheinlich sowieso eher mit kurzen Verschlusszeiten. Wenn es Richtung Abend geht, blaue Stunde und so weiter, dann musst du die Verschlusszeit immer schon ein bisschen kürzer machen, damit du am Ende auch ein gut belichtetes Foto hast. Und jetzt ist es noch eine Sache, es ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, habe ich ja schon gesagt, dass auch eine Kamera Bewegungsunschärfe erzeugen kann. Wenn du die Kamera also bewegst, dann kannst du nicht nur durch das Motiv, sondern auch durch die Kamera selber Bewegungsunschärfe erzeugen. Da gibt es so eine Faustregel, die du anwenden kannst, wo ich sage, deine Fotos werden auch scharf, wenn du aus der Hand fotografierst. Und zwar kannst du 1 durch deine Verschlusszeit quasi rechnen. Das ist immer so die Formel, die im Internet steht. Das heißt, wenn du bei 20 mm zum Beispiel bist, dann könntest du theoretisch aus der Hand mit einer 20. Sekunde belichten. Ich sag dir ganz ehrlich, aus der Praxiserfahrung funktioniert das nicht. Ich würde das Ganze von der Verschlusszeit nochmal halbieren. Das heißt, wenn du mit 20 mm fotografierst, nicht mit einer 20. sondern mit einer 40. Sekunde. Und dann bekommt man tatsächlich auch gute Ergebnisse hin. Viele Kameras haben ja inzwischen auch Stabilisierung mit in ihrem Body mit drin. Das hilft natürlich auch nochmal so ein bisschen. Aber grundsätzlich solltest du dich so an die Regel halten, um wirklich scharfe Bilder hinzubekommen. Bei 20 mm eine 40. Sekunde, bei 100 mm dementsprechend eine 200. Sekunde und so weiter und so fort. Also mit dieser Regel solltest du dann tatsächlich arbeiten. Du siehst also, mit der Verschlusszeit kannst du genauso tolle Effekte erzielen und kreativ werden, wie auch mit der Blende. Für meinen Teil denke ich persönlich, dass die Blende noch so ein bisschen das kreativere Werkzeug ist. Aber auch mit der Verschlusszeit kann man, wenn man längere Verschlusszeiten auswählt, kann man sehr, sehr schöne Effekte erzielen. Überleg dir mal, im Endeffekt kannst du alles mit der Verschlusszeit beeinflussen, was sich irgendwie bewegt. Also alle beweglichen Motive kannst du mit einer längeren Verschlusszeit irgendwie anders darstellen als normal, als das menschliche Auge sie normalerweise sieht. Und das ist doch ziemlich cool, oder? Also ich könnte zum Beispiel eine Straßenbahn als einen Mitzieher machen. Ich könnte Autos verschwinden lassen, dass man nur noch die Lichter davon sieht, wenn ich lange belichte. Ich kann die Wolken zu Wolkenziehern machen. Ich kann Wasser zu Eis machen und so weiter und so fort. Den Möglichkeiten ist keine Grenzen gesetzt. Und jetzt denkt mal zum Beispiel auch an Silvester, Feuerwerk am Himmel. Längere Verschlusszeiten, da ist einiges möglich. Ich möchte, dass du jetzt rausgehst und das Ganze ausprobierst. Also, nimm deine Kamera in die Hand und experimentiere mal mit den Verschlusszeiten. Experimentiere mal damit, wie du aus der Hand fotografieren kannst, welche Verschlusszeiten du da brauchst, bei welcher Brennweite. Und dann arbeite auch mal mit einem Stativ und versuch mal mit längeren Verschlusszeiten bestimmte Effekte zu erzielen. Da kannst du eine ganze Menge machen. Viel Spaß!